Heutige Frage der Sprechstunde. Henry, ein frisch gebackener Product Owner eines Online-Shops, fragt: Hallo Buffy, hi Buffy. Hier meine Challenge an dich. Wir sind gerade im 11. Sprint. Wenn ich ehrlich bin, haben wir noch keinen Sprint wirklich zu Ende gebracht. Immer bleiben Stories übrig. Die ein oder andere war nur bedingt dann. Seit dem letzten 4-5 Sprints steigt die Fehlerrate nicht nur in der Wahrnehmung, auch in den Metriken. Diese Bugs stören immer mehr unsere zweiwöchigen Sprints. Ich bin nun häufiger versucht, den Sprintabbruch vielleicht mal als Joker zu nutzen. Meine Scrum Masterin ziert sich allerdings, unter anderem deshalb, da wir gerade so eine Art Leuchtturmprojekt sind. Was muss ich bei einem Sprintabbruch denn alles beachten? Ja, ciao. Schön, dass du wieder dabei bist. Willkommen in meiner zweiten Sprechstunde für dich rund um agile Krankheitsbilder mit Empfehlungen, Diagnosen, Tipps und Tricks für gesunde und erfolgreiche agile Unternehmen und deren Mitarbeiter. Von und mit Dottore Buffy. Ja, eine spannende Frage von Henry, die mich immer wieder mal begleitet. Was ist denn bei so einem Sprintabbruch überhaupt alles zu beachten? In den letzten Jahren hatte ich dazu viele Eindrücke zum Thema Sprintabbruch. Auf der einen Seite habe ich gemerkt, dass das mit Tabu und Angst belegt ist, das Thema. Auf der anderen Seite merkt man, dass es ganz häufig so die Ursache in Richtung Bugs geht, Fehler. Das sind also ein ganz häufiger Grund, warum dann Sprints letztendlich irgendwann mal abgebrochen werden müssen. Es gibt aber viele, viele Gründe dazu mehr. Ja, ein nicht gesunder Sprint, der letztlich dann irgendwann abgebrochen werden muss, der kann, ich hatte immer mal wieder so einen Augenzwinkern in Richtung Medizin hier eingebracht, der kann als agile Dysfunktion bezeichnet werden. Scrum Mythos Sprintabbruch in nur 3 Schritten zum erfolgreichen Sprintabbruch. Das ist das Thema unserer heutigen Sprechstunde. Und ich möchte diese 3 Schritte mal beleuchten und den Sinn und Zweck und die Idee hinter dem Sprintabbruch skizzieren und mal beschreiben. Das Ganze möchte ich tun, indem wir uns mal wie folgt nähern. Es geht also erstens um einen kurzen Faktencheck. Zum Beispiel, was sagt denn überhaupt Scrum dazu? Und wenn wir mit Scrum arbeiten, sind wir häufig auch mit dem Agile Manifest unterwegs. Was sagt denn das Agile Manifest dazu? Der zweite Schritt wird dann sein, meine Erlebnisse aus der Praxis, die ich zu dem Thema Sprintabbruch so gesammelt habe. Und als dritter Schritt für dich, meine 5 Rezepte für dich, damit du einen Sprint auch erfolgreich abbrechen kannst. Ja, kommen wir mal zum ersten Schritt meiner Sprechstunde, dem Faktencheck. Was sagt das aktuelle Scrum Guide ja in der Version 2013 dazu? Das ist die Referenz. Zunächst mal so, um dem Ganzen einen Kontext zu geben, so wie das Scrum Guide sich der ganzen Sache nähert. Erstmal, Scrum ist ein Rahmenwerk zur Entwicklung und Erhaltung komplexer Produkte. So fängt das Ganze letztendlich an. Und dann geht es weiter, jetzt etwas abgekürzt, innerhalb dessen Menschen komplexe, adaptive Aufgabenstellungen angehen können, um produktiv und kreativ Produkte mit dem höchstmöglichen Wert auszuliefern. Und das mal so als Einstieg. Dann wird das Ganze ergänzt mit Scrum basiert auf der Theorie empirischer Prozesssteuerung. Das heißt, hier wird Wissen aus Erfahrung gewonnen und Entscheidungen auf Basis des Bekannten getroffen. Ja, das Scrum-Framework ist ja dann noch etwas weiter formuliert. Es heißt auf der einen Seite, es gibt einen iterativ-inkrementellen Ansatz mit dem Ziel, Prognosesicherheit von Terminen und Ergebnissen zu optimieren und Risiken zu kontrollieren. Und abgerundet wird das Ganze durch 3 Säulen, die sind vielen bekannt. Das ist die eine Säule Transparenz, also für alle Beteiligten Transparenz zu schaffen. Das gilt sowohl für den Kunden,
für Stakeholder, die in den Projekten beteiligt sind, für das Unternehmen, Abteilungen, ja, und für die Scrum-Teams, die da halt letztendlich unterwegs sind. Und dann gibt es zwei weitere Säulen, die meistens so als Pärchen genannt werden. Inspect and Adapt. Das heißt, dieses ständige Überprüfen und Anpassen. Da sind so Überlegungen, wie sieht die aktuelle Zielerreichung aus? Wie sind Grenzwertabweichungen derzeit? Was kann man daraus herleiten, um letztendlich schnelle Prozess- und Produktanpassungen auf den Weg zu geben dann? Ja, das jetzt mal als der gesamteinführende Kontext. Jetzt mal konkret zu dem Sprintabbruch. Was sagt das Scrum Guide denn zum Sprintabbruch? Es wird auf 15 Zeilen definiert und es gibt dort viele, viele Querbezüge, wo der Sprintabbruch mit vielen Elementen aus dem Framework halt quer verwiesen werden und referenziert wird dann. Im Scrum Guide steht dann, ein Sprint kann vorzeitig, das heißt vor Ablauf seiner Timebox, abgebrochen werden. Das heißt, ein Sprintabbruch ist ein ganz legitimes, offizielles Mittel. Es wird explizit als Element des Scrum-Frameworks beschrieben. Und in diesem Sinne ist jetzt aus dem Blickwinkel des Faktenchecks ist ein Scrum-Abbruch, ein Sprintabbruch ein ganz offizielles Mittel. Gehen wir mal weiter im Faktencheck. Was sagt denn Scrum in der früheren einleitenden Literatur zum Sprintabbruch? Leider heute wird nicht mehr von den 5 Scrum-Werten gesprochen. Also das Thema als Wert Fokus, ein weiterer Wert Mut, Offenheit, Commitment, Respekt. Aber genau die Elemente, diese 5 Werte sind eigentlich ganz entscheidend, wenn der PO, das Scrum-Team, sich mit dem Thema Sprintabbruch beschäftigt. Nicht nur beim Sprintabbruch, bei vielen anderen Scrum-Überlegungen genauso, aber auch gerade beim Sprintabbruch sind diese 5 Werte ganz spannend, um sich daran zu reiben und zu bewerten, wie denn so ein Sprintabbruch auf die Reise gegeben wird oder gar nicht gemacht wird. Also erstmal der Fokus, ne? Das ist das Thema Sprintziel. Fokussieren ganz intensiv auf das Sprintziel, auf die Wertschöpfung, die für den Kunden im Sinne von einem Sprintziel gemacht wird. Der zweite Wert Mut. Ja, Mut auch, den Sprint gegebenenfalls mutig abzubrechen. Auch das ist ein Element oder eine Wertbetrachtung. Dann der Wert Offenheit. Ein Sprintabbruch und die Entscheidung für oder gegen diesen Sprintabbruch auch klar zu kommunizieren, damit alle Beteiligten Bescheid wissen. Das ist ein Bogen. Wir hatten gerade von der Säule Transparenz gesprochen, die im Scrum Guide beschrieben ist. Also diese Transparenz, diese Offenheit, dieses aktive Kommunizieren, warum es denn zum Sprintabbruch gekommen ist, das ist eine ganz klare Bekenntnis zu dem Scrum-Wert Offenheit. Ja, dann der Scrum-Wert Commitment wird neuerdings ein bisschen kontrovers diskutiert. Lassen wir es jetzt mal dabei, aber es ist einer der 5 Scrum-Werte. Das Commitment auf das Erreichen eines Sprintziels im Sinne des Kunden, der Wertschöpfung des Kunden. Aber auch das Commitment, wenn wir diese Wertschöpfung nicht erreichen können, dass wir dann den Sprint entsprechend abbrechen und wir uns darauf committen, im Sinne von Inspect and Adapt, also diese Säule 2 und 3 des Scrum Guides, dass wir dann auch aktiv lernen. Wir wollen was lernen aus diesem abgebrochenen Sprint. Ja, last but not least, der 5. Wert, Respekt. Respekt zum Beispiel dem Kunden gegenüber, dass wir uns dort in der Verantwortung sehen, dem Kunden wertvolle Software oder Produkte zu liefern. Der Respekt unserem eigenen Unternehmen gegenüber, ja, dass wir zum Beispiel keinen Müll wissentlich dadurch produzieren, dass wir den Sprint künstlich vermeintlich erfolgreich zu Ende bringen, dass wir dieses Ergebnis frisieren. Im Management kennt man dieses Wassermelonengrün. Ne? Außen ist alles grün und alles okay, aber wenn man reinguckt, ist es dann doch rot vom Projektstatus her. Hat was damit zu tun. Also die 5 Scrum-Werte aus der Sicht eines Faktenchecks haken dran. Ne? Ist durchaus etwas, was sinnvoll im Sinne eines Sprintabbruchs dazu werden ist.
Dann kommen wir in den Faktencheck im Sinne des Agilen Manifests. Ich hatte eben gesagt, das Agile Manifest und das Thema Agilität, Agile, wird gerne auch so im Bereich von Scrum mit parallel genutzt. Ist was anderes, aber es kommt meistens so als Pärchen im Alltag vor. Ja, es gibt drei Aspekte des Agilen Manifests. Das ist zum ersten die Einleitung. Dann gibt es die vier Werte und 12 Prinzipien. Mal die Einleitung in der Kurzform. Wir erschließen bessere Wege, Software, schräger neuerdings Produkte, zu entwickeln, indem wir es selber tun und anderen dabei helfen. Da ist jetzt wieder der Bogen im Sinne von der Säule 2 und 3 in Scrum, also Inspect and Adapt. Wir erschließen, wir gucken, wir erkunden und passen dann entsprechend unsere Erkenntnisse darauf an. Und dann kommt noch ergänzend, wir wollen das Ganze auch in die Welt tragen. Ne? Wir wollen auch anderen dabei helfen. Also, Haken dran. Werte, 4 Werte gibt es. Man kann jetzt zweimal in diesem Aspekt vereinfachen, zusammenfassen. Das ist der in der Reihenfolge erste Wert, Individuen und Interaktionen, mehr als Prozess und Werkzeuge. Und das zweite, Zusammenarbeit mit dem Kunden. Pünktchen, Pünktchen, geht noch ein bisschen weiter. Aber die beiden Werte, da ist meine Erfahrung zu, bezogen auf den Sprintabbruch. Wenn man eine gelebte, ehrliche Kommunikationskultur hat über alle Ebenen im Unternehmen, dann gibt es auch weniger Sprintabbrüche. Wenn man sie nicht hat, dann neigt man dazu, den Sprint schon mal öfters abzubrechen. Kann ich auch noch mal erklären in der Sprechstunde dazu. Ja, ein weiterer Wert, funktionierende Software, Pünktchen, Pünktchen. Dazu ist meine Erfahrung, bei der nicht funktionierenden Software oder bei Fehlfunktionen eines Produktes, also bei Bugs einer Software, das ist ein ganz konkreter Grund für einen Sprintabbruch. Das heißt, wir wollen eigentlich funktionierende Software haben und wenn sie halt nicht funktioniert, wenn die Produkte fehlerhaft sind, ist es ein Sprintabbruchgrund. Also auch hier ist der Sprintabbruch durchaus mit dem Wert des Agilen Manifestes gedeckt und legitimiert. Dann gibt es einen Wert, der heißt, reagieren auf Veränderung ist wertvoller als das Befolgen eines Plans. Ja, hier der Bogen in Richtung Sprint und Sprintabbruch. Der Plan A ist einfach, dass der Sprint erfolgreich erfüllt wird, dass die Wertschöpfung im Sinne des Kunden passieren kann. Jetzt kann es aber während dieses Sprints läuft, kann es halt zu Änderungen kommen. Ja, dann wäre es dieser Plan B. Wenn diese Änderung immer noch sich mit dem Sprintziel deckt, dann ist es soweit okay. Und dann gibt es noch den dritten Aspekt. Diese Änderung, die ja willkommen geheißen wird, die bricht aber mit dem Sprintziel. Ja, und im Moment haben wir dann alle Karten in der Hand, um den Sprint abzubrechen. Also reagieren auf Veränderungen in einer aktiven, geordneten Art und Weise wird auch hier mit dem Agilen Manifest gedeckt. Dann gibt es zum dritten die insgesamt 12 Prinzipien, von denen ich hier nochmal 3 exemplarisch heranziehen möchte. Die anderen haben auch fast alle mit dem Sprintabbruch zu tun, wenn man so diese Prinzipien als Checkliste sieht und man guckt jeden Punkt dieser Prinzipien mal in und vergleicht den mit dem Sprintabbruch, dann wird man bei fast allen dieser 12 Prinzipien da sinnvolle Verbindungen finden. Nur mal 3 hier exemplarisch. Heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. Späte Änderungswünsche, ja, hatten wir eben schon mal gesagt, ne? Also sind willkommen gegenüber früheren Wasserfallmodellen und so weiter, haben wir auch mal drüber gesprochen dann. Aber was passiert mit diesen Änderungen während des Sprints? Gefährden die womöglich das Sprintziel? Auch kein Problem, es ist nichts Böses, das Sprintziel zu gefährden, aber dann haben wir ein valides Instrument, den Sprint abzubrechen. Ne? Also wenn diese Änderungen so vehement sind, dann brechen wir den Sprint ab. Also hier im Punkt auf unserer Checkliste ein sinnvolles Prinzip, was wir auch mit einem Sprintabbruch verbinden können. Dann gibt es eines von weiteren Prinzipien, das heißt, errichte Projekte rund um motivierte Individuen, gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung und dann geht's weiter. Hier ist meine Erfahrung,
Und genau das ist oft im Unternehmen, im Konzern nicht gegeben. Das Umfeld, die Unterstützung, das Vertrauen seitens der Geschäftsführung, des Vorstandes, Bereichsleitung etc. Ist oft nicht gegeben. Und wenn dann ein Sprint abgebrochen wird, kann man sich vielleicht gut vorstellen, dass das Ganze so mit einem Tabu- und Angstthema verbunden wird. Also das als aktiver Checkpunkt, dieses Prinzip, um dann halt zu gucken, wenn ein Sprintabbruch nötig ist, dass man halt dann auch entsprechend was tun muss, damit er entsprechend begleitet wird im Unternehmen. Damit er nicht zum Tabu wird und damit nicht Angst damit auf den Weg kommt. Ja, das dritte Beispiel als agiles Prinzip: agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Da meine Eindrücke, die nachhaltige Entwicklung über einen Sprintabbruch ist eine Chance, weil wir wollen ja aktiv etwas lernen. Also wir machen nicht einfach so einen Sprintabbruch, sondern wir wollen, wenn der dann abgebrochen worden ist, ganz aktiv im Sinne von den beiden Säulen Inspect and Adapt, wir wollen was lernen. Lernende Organisation ist so ein anderer Aspekt noch dazu. Aber das ist halt in Scrum enthalten und dementsprechend auch hier der Bogen auf das agile Manifest. Das ist ein Prinzip. Wir wollen den Sprintabbruch als Chance begreifen und wir wollen was lernen. Das wird leider häufig versäumt. Es ist aber ein valider Punkt auf der Checkliste. Ja, bei der Bewertung, entweder für einen Sprintabbruch oder gegen einen Sprintabbruch, ist es immer ganz gut angebracht, sich die Einleitung des agilen Manifestes, die vier Werte und die 12 Prinzipien so als eine Art Checkliste aufzuschreiben und dann einfach mal so die aktuellen Gegebenheiten im Unternehmen und in der Entwicklungsabteilung dagegen zu checken. Da wird man ganz schnell zu bestimmten Aussagen kommen, die man dann auch entsprechend im Unternehmen kommunizieren kann.